den 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erinnern wir uns an die Opfer des Nationalsozialismus und gleichzeitig weihen wir die neue Synagoge in Korpus. Die erste Synagoge im Land Brandenburg seit der Reichskristallnacht ein. Das ist ein Hoffnungstag für die jüdische Gemeinde Korpus und für die jüdische Gemeinschaft in ganz Deutschland. Es ist aber auch ein Zutrauen an alle Menschen guten Lebens in unserem Land für alle, die davon überzeugt sind, dass der Glaube dem menschlichen Leben eine unverzichtbare Dimension eröffnet für alle, die an das friedliche Zusammenleben der Religion, der Kulturen und anderen Überzeugungen glauben. Mit der heutigen Einweihung machen wir einen Tag der Trauer und des Gedenkens zugleich zu einem Tag der Freude und Dankbarkeit. Die künftigen Generationen werden in den Annalen der Stadt Korpus lesen, dass es am 27. Januar 2015 ein ausgesprochen erfreuliches Ereignis gegeben hat, nämlich die Einweihung der neuen Synagoge. Sehr geehrter Herr Kuschnier, Herr Rabbiner Pressmann, verehrte Mitglieder der jüdischen Gemeinde Cottbus, sehr geehrter Herr Deino, Frau Vizepräsidentin Pau, Herr Oberbürgermeister Kelch, Frau Superintendentin Wenzel, Herr Pfarrer Polster, sehr geehrte Mitglieder des Landtages und des Stadtrates, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Es ist heute ein bewegender Moment für alle hier im Saal, aber auch für viele weitere Menschen in Brandenburg. Erstmals seit der Shoah gibt es in unserem Land wieder eine Synagoge. Dass die Einweihung heute vollzogen werden kann, ist ein Ergebnis beständiger Arbeit sehr vieler Beteiligter. Mein Dank gilt daher besonders der jüdischen Gemeinde Cottbus, die engagiert die Pläne für ein jüdisches Gotteshaus vorangetrieben hat, dem Landesverband der jüdischen Gemeinden des Landes Brandenburg, der die Gemeinde bei ihrem Plan immer begleitet und unterstützt hat und als Eigentümer die Verantwortung für das Gebäude übernehmen wird. Ich danke der evangelischen Gemeinde St. Nikolai, die das Haus der jüdischen Gemeinde angeboten hat, um es als Gotteshaus zu bewahren und die dadurch der jüdischen Gemeinde zu einer eigenen Synagoge verholfen hat. Frau Rabbin, sehr verehrte Frau Vizepräsidentin des Bundestages, liebe Frau Ministerin, liebe Gennadi Kuschnir, meine Freunde und Kollegen aus dem Direktorium, ich freue mich sehr, heute bei der Eröffnung der neuen Synagoge in Cottbus dabei sein zu können. Ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße des Präsidenten des Zentralrats, Dr. Schuster, überbringen, der leider nicht hier dabei sein kann, weil er auf die Einladung des Bundespräsidenten reagieren musste und ihn nach Auschwitz begleiten muss. Lieber Gennadi Kuschnir, sehr geehrte Frau Ministerin Professor Kunst, sehr geehrter Vizepräsident Deinhoff, liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier in Cottbus, liebe Gäste, liebe Rabbiner, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Cottbusser und Cottbusserinnen, für Cottbus ist der heutige 27. Januar ein großartiger Tag. Denn nach 76 Jahren und 3 Monaten erhält unsere Stadt wieder ein jüdisches Gotteshaus zurück. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit der jüdischen Gemeinde. Ja,
Die Einweihung der Synagoge ist nicht nur ein Ereignis unserer Stadt. Das Gotteshaus im Stadtzentrum ist ein Zeichen weit über die Niederlausitz hinaus. In Cottbus gibt es wieder jüdisches Leben. Eine lebendige Gemeinde bringt sich in unser kulturelles Leben ein. Dass dies nicht selbstverständlich ist, wissen die Cottbusserinnen und Cottbusser. In der Zeit des jüdischen Stadtverordnetenvorstehers Max Grünebaum umfasste die Gemeinde 100 Familien mit ca. 500 Angehörigen. Es waren Unternehmer, Handwerker, Händler und Freiberufler. Am glanzvollen Aufstieg des Marktstädtchens Cottbus zur Mittelstadt mit großstädtischer Infrastruktur hatten die Familien Hammerschmidt, Ephraim, Breslauer, Levi und Heifuß großen Anteil. Diese positive Entwicklung wurde von den Nationalsozialisten brutal verhindert. Die jüdische Gemeinde ist also in Cottbus hochgeschätzt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss deshalb auf Antrag der Linken der Gemeinde heute aus Anlass der Einweihung der Synagoge diesen Chanukka-Leuchter zu übergeben. Den Leuchter, den wir gleich übergeben werden, wurde von dem mutigen Cottbuser Tischlermeister Otto Quitzke aus den Trümmern der von den Nationalsozialisten niedergebrannten Cottbuser Synagoge geboren und versteckt. Im Jahr 1947 übergab der Handwerker den Chanukka-Leuchter dem Stadtmuseum. Heute gibt die Stadt Cottbus den Chanukka-Leuchter an die jüdische Gemeinde zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn mir die Gnade heute zuteil wird, hier heute von Ihnen reden zu dürfen, so trete ich nur das an, was mein Vorgänger vorbereitet hat. Ich bitte, lieber Frank, lass uns gemeinsam an Gennady Kuschnir und an Rabbiner Rechtmann diesen. Ich fahre mit dem Zug und in den Zoologischen Garten, ich treffe Frau Menzel, die Superintendentin von dieser Kirche. Und wir waren 3 Stunden zusammen. Wir haben sehr viel gesprochen. Alle Details wegen dieser Vorbereitung. Und dann ich sage ihr, Frau Menzel, wissen Sie, ich habe ein Problem. Wir haben 1,5 Monate und wir brauchen unbedingt einen Toraschrein für eine Torahrolle. Eine Synagoge braucht einen Toraschrein. Was mache ich? Das ist zu kurz. Vielleicht machen wir etwas provisorisch, aber wir
wir wollen etwas Schönes für die Synagoge in Corpus. Dann sagt er, Shalom, lo yanum, lo yanum, ve lo